eigentlich hier im Auto erkennen? Kurze Quizfrage. Ah, jetzt kriegen wir. Wollen Sie mich haben für die Geschwindigkeitsüberschreitung? Na toll. Gut, ich fahre ja auch nur 70 hier, wo die mich. Puh, hier ist an mir vorbeigedriftet. Okay, jetzt ist alles an Polizei informiert, was hier in der Stadt so rumfährt. Mal sehen, wie viel das bringt. Ich war einen kleinen Umweg, weil da war ein Polizist, der. Ich fahre hier an ihm vorbei, oder? Ja, da wollte ich lang, aber eigentlich nicht so plötzlich, weil da noch ein Auto stand. Da kommt schon der nächste Wagen. Soll ich den eigentlich auf dem Weg irgendwie die Polizisten abhängen? Davon wurde ja eigentlich nichts gesagt. Nein, ich war nicht da lang. Okay, der hängt hoffentlich am Laternenpfosten fest. Nein, mittlerweile auch nicht mehr. Diese nervige Sirene. Und das wird ein noch viel, viel größerer Spaß. Komm, wenn ihr es schafft, mich darüber zu schieben. Zahle ich euch ja dafür oder so, keine Ahnung. Es geht weiter. Sehr schön, sehr schön. Jetzt muss ich nicht den Links lang kommen. Ohne dass sie mich unbedingt einfällt. Rückwärts dürfte aber gehen eigentlich. Komm schon. Ja, rückwärts funktioniert, rückwärts funktioniert. Das ist gut. Bewegt sich immer hin. Habe ich eigentlich eine Waffe dabei? Ja, habe ich. Da holt mich dann jetzt nicht da raus, oder? Nicht so lange damit verbringen. So, wenn ich. Au, 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 au. Und das war's. Ah, klasse, ey. Och, nö. Der nervt langsam. Oh Mann, jetzt habe ich hier schon, keine Ahnung wie lang, Viertelstunde, 20 Minuten, 25 Minuten mit dieser Mission verplempert. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Naja, naja. Das finde ich eben jetzt das Problem, weil ich bin auch an der Brücke hängen geblieben.
Nachdem ich den hab, kann ich ein Tempomat reinmachen. Da machen wir normal keinen Ärger. Normalerweise. Hoffe ich doch zumindest. Ich muss echt mal aufpassen, dass mich hier kein Polizist erwischt. Das geht nicht so schnell weg. Oder? Gut, angekommen. Jetzt ist das, weiß ja nur der eine, der jetzt angegriffen wurde. Wieso weiß der, der mir das, der mir gegeben hat, das auch? Wieso weiß der das auch? Praktisch, der kommt ja nicht unbedingt mehr runter. Der kommt normalerweise nicht mehr runter. Was für mich bedeutet, ich kann normal weiterfahren. Hoffe ich doch zumindest mal. Kann ich auch eigentlich hier abbiegen? Ja, doch. Genau, ich kann hier abbiegen. Schön durch die Autos gedrängt. Könnte das nicht langsam mal aufhören, dass mich da jeder anfällt? Ich meine, warum? Eine Frau Löde ist hier eher gut. Ich brauche auf keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr zu gucken. Die wollen eh auf mich schießen. Von daher... Nein, das war jetzt wegen Geschwindigkeitsbeschreitung. Verdammt! Nochmal Geschwindigkeitsbeschreitung. Schon wieder zu hören. Diese Nervensägen. Wow. War ja klar, dass die jetzt später ankommen. Das Gute ist, ich habe immer noch ein bisschen Zeit. Und das Auto ist noch nicht allzu stark beschädigt. Alle Polizisten wurden alarmiert. Hier ist dein Mann, Lukas schickt mich. Die Bullen suchen dich. Ich bring dich in Sicherheit. Scheiße, wir haben nämlich gefunden. Oh, klasse, jetzt holt er mich da raus. Ey, nein, ich hab keinen Bock mehr, ey. Was soll der Blödsinn? Wie schwer kann es sein, einmal durch die Stadt zu fahren? Blöde ist eben, man muss einfach größtenteils den Tempomat, also man kann den Tempomat eigentlich größtenteils nicht benutzen, weil sonst kommt man ja pünktlich an. Außerdem war das ja jetzt ein grober Fahrfehler von mir, würde ich behaupten, dass ich den Polizisten angefahren habe. Fehler von mir. Pass auf. Okay. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, dass kein Polizist uns entgegenkommt. Und dann muss die Sache eigentlich laufen. Sekunde. Sekunde mal. Die Karre kann ich empfehlen, das weiß ich. Die ist auch schnell und die ist gar nicht. Zum Glück war kein Polizist mehr näher. Ja, das hätte ich vielleicht sein lassen sollen.